So, hallo Leute, hier ist wieder Andy vom EQ-Blog. Heute wollen wir uns den Freenet-Funktarif anschauen. Der, finde ich, der interessanteste Smartphone-Tarif, der bis jetzt dieses Jahr herausgekommen ist. Und zwar handelt es sich dabei um eine echte Datenflatrate. Gut, wenn einige sagen, echte Datenflatrate gibt es ja schon von der Telekom, von Vodafone, auch von O2. Die Kosten liegen allerdings da bei 70 bis 80 Euro im Monat. Das Ganze ist dann nur für Leute interessant, die ja das wirklich regelmäßig intensiv unterwegs nutzen. Freenet geht einen anderen Weg, und zwar mit Freenet Funk kann ich sozusagen für 99 Cent am Tag einen unlimitierten Datentarif buchen. Ich habe jetzt extra gesagt am Tag, weil der Clou ist, ich kann das auch tageweise buchen. Ich kann das jederzeit pausieren für maximal 14 Tage am Stück. Dann aktiviert sich es automatisch wieder für mindestens einen Tag. Das heißt, ich kann da immer wieder Pausen einlegen, wenn ich das aktuell nicht brauche, wenn ich daheim im WLAN unterwegs bin und sage, okay, ich bin jetzt die nächsten zwei Tage daheim, dann kann ich da sozusagen auch noch Kosten sparen. Wer auch noch ein bisschen sparen will und wer jetzt nicht einen unlimitierten Tarif braucht, da gibt es noch die zweite Option. Man kann für 69 Cent am Tag einen Tarif buchen, der 1 Gigabyte Datenvolumen am Tag bereitstellt. Ich habe schon mal gesagt, man kann das Ganze schon so flexibel einsetzen. Auch bei der Bestellung geht man da schon neue Wege. Das fand ich auch recht spannend und interessant. Man kann das Ganze nur über die App buchen. Die installiert man sich dann auf dem Smartphone und darüber wird dann die SIM-Karte bestellt. Die kostet übrigens auch nichts. Was mir da besonders schon mal gefallen hat, ist die Tatsache, dass man muss sich ja immer identifizieren. Das läuft dann über Postident, Videoident, und das ist ja so ein bisschen umständlich. Hier musste ich in der App nur meine Ausweisnummer eingeben und war dann identifiziert. So, dann ist die Bestellung auch schon ausgelöst und nach ein paar Tagen kam dann hier dieses ein Schreiben und da war dann das hier drin, da war dann die SIM-Karte drin, eine kleine Anleitung und ein Barcode, wie man dann die ganze SIM-Karte noch aktiviert. Dann legt man die ins Gerät ein und kann dann im Prinzip direkt loslegen, den gewünschten Tarif buchen und dann geht es auch schon los. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich auch keine Rufnummer oder solche Späße mache. Prinzipiell geht es aber, man kann auch seine Rufnummer mitnehmen. Warum das keine gute Idee ist, da komme ich dann später noch dazu. Aber ich habe mich entschieden, das Ganze in einem kleinen LTE-Router zu betreiben. Habe dann dieses Ding jetzt hier gekauft von 1&1, ist eigentlich ein Huawei, hat so ein 1&1 Branding. Dadurch war er relativ günstig, 30 Euro hat der jetzt bloß gekostet, regulär 50 Euro. Und ja, da habe ich dann die SIM-Karte rein, hat auch problemlos funktioniert, und wenn ich dann sozusagen den Tarif über die App buche, dann kann ich das dann danach sozusagen hier mit dem LTE-Router nutzen. Und ja, das kann ich dann sozusagen einfach machen. Jedes Endgerät kann sich dann hier drauf einwählen, sei es Smartphone, Tablet oder auch mein Laptop. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen dann auch so getestet, wie das von der Performance dann so hinhaut, weil, das muss man auch sagen, das Ganze ist nämlich im O2-Netz. Und ja, ich habe so mit O2-Netz so ein bisschen gemischte Erfahrungen bis jetzt so gemacht. Es hängt sehr davon ab, wo ich mich denn so befinde. Gerade im ländlichen Bereich muss ich feststellen, dass da ja der Ausbau noch nicht ganz so vorangetrieben worden ist, wie man sich das wünschen kann. Es wird besser. Die bauen das auch aus. Ich habe mal so ein Video gemacht, wo man das auf so einer Karte nachvollziehen kann. Also da tut sich schon was. Und zum Beispiel jetzt hier, wo ich wohne, wurde vor anderthalb Monaten ein LTE-Funkmast hingesetzt. Und sobald ich LTE habe, muss ich sagen, da hatte ich bis jetzt mit O2 noch gar keine Probleme. 3G geht auch noch, aber wenn ich nur 2G habe, dann macht das Ganze keinen Spaß. Deswegen, vor dem Buchen auf jeden Fall mal schauen, wie ist denn so die Funkabdeckung da. Ansonsten, ich hätte es mir auch nicht bestellt, wenn ich hier dieser LTE-Funkmast hier dazu gekommen wäre. Ansonsten, wie gesagt, das funktioniert sehr, sehr problemlos. Ich kann dann in der App jetzt hier, kann ich dann jeden Tag sozusagen sagen, welchen Tarif möchte ich. Möchte ich jetzt den 69 Cent Tarif, 1 Gigabyte oder die Flatrate Tarif, und dann wird der aktiv. Ist nicht für 24 Stunden, sondern gilt dann für den Tag. Das heißt, wenn ich das Abend um 10 buche bis 24 Uhr, ja, dann kann ich es bloß 2 Stunden nutzen, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel in der Früh gleich buche, dann kann ich halt den ganzen Tag das nutzen. Was ich besonders cool finde, und das ist mehr so die mentale Einstellung von so einem echten Flatrate Tarif, ist, ja, es ist eine Flatrate, eine echte Flatrate. Ich hatte bis jetzt bloß so Volumentarife im Smartphone und ja, mit 2 GB, mit 3 GB, mal 4 GB, das höchste aber glaube ich mal 6 GB. Und da kommt man schon auch sein Stück weit mit solchen Tarifen. Aber hier geht es zumindest immer so, da ist immer so ein Zähler im Hinterkopf. Das heißt, gerade so am Monatsanfang überlege ich mir dann, einen Podcast jetzt runterladen, 60 MB, den ich jetzt anhören möchte.
nicht, dass dann genau dieses Datenvolumen am Ende fehlt. Das heißt, man schränkt sich da schon selber so ein bisschen ein und das ist, wenn ich eine unlimitierte Flatrate habe, fällt das sozusagen komplett weg. Man nutzt es einfach, wie wenn man im heimischen WLAN ist, ist es einfach nutzbar. Man denkt nicht drüber nach und das ist eigentlich schon recht schön. So nutze ich das Ganze ab und zu. Ansonsten pausiere ich das, wenn ich mal ein bisschen mehr Datenvolumen brauche, aktiviere ich das und kann das dann sofort nutzen. Hat bis jetzt immer ganz ausgezeichnet geklappt. Ich konnte das dann auch nach 10 Minuten nutzen, bis auf letzte Woche. Da sieht man auch so ein bisschen, es gibt noch so gewisse Startschwierigkeiten. Da konnte ich dann die Pause über die App beenden, aber es liefen keine Daten über den Router. Der Router hat bloß gemeldet, falsche Zugangsdaten. Dachte ich mir, naja, nicht, dass da Freenet da irgendwie das eingeschränkt hat, dass LTE-Router jetzt nicht mehr gehen. Ich habe es dann auch im Smartphone noch ausprobiert, lief dann ebenfalls nicht. Der Twitter-Account hat es dann sozusagen preisgegeben. Es gab technische Störungen, das heißt, die Pause konnte nicht beendet werden und ich konnte den Tarif dann den Tag nicht nutzen. Er wurde nicht berechnet, so weit, so gut. Aber ja, wenn ich darauf angewiesen bin, dann ist es halt blöd, dann schaue ich halt an dem Tag in die Röhre. Das heißt, wer jetzt wirklich auf so einen Tarif angewiesen ist und da wirklich Internet braucht, der ist wahrscheinlich bei der Telekom definitiv besser aufgehoben, auch wenn er da wesentlich mehr zahlt. Die Bezahlung, ich habe ja schon gesagt, es kostet 99 Cent am Tag. Die Abbuchung läuft komplett über PayPal. Man braucht ein PayPal-Konto, muss das da angeben und das wird auch täglich abgebucht. Auch so ein Fakt, wo ich gesagt habe, naja, das ist jetzt nicht ganz optimal, finde ich. Weil, na gut, ich hatte bei PayPal auch so diese Lastschrift aktiviert. Das heißt, jeden Tag kam da so eine 99 Cent Lastschrift auf mein Konto. Und ja, das hat mich so ein bisschen so gestört, weil ich ja so eine monatliche manuelle Auswertung von meinem Konto mache. Und ja, dann habe ich dann einfach so viele Buchungen dann mit 99 Cent da drauf. Bisschen nervig. Ich habe mir dann so geholfen, einfach das PayPal-Konto aufgeladen um den entsprechenden Betrag. Und dann ist das Problem auch gelöst. Schöner wäre natürlich, wenn ich am Monatsende irgendwie eine Rechnung bekommen würde. Na okay, gibt's halt nicht. Ja, und dann das nächste große Problem. Unlimitierte Flatrate, ich habe ja schon gesagt, super Sache, man schränkt sich mental nicht mehr ein und dann musste ich die letzten beiden Tage lesen, dass Freenet die Power-User rauswirft. Ja, ich habe mir sowas schon gedacht, dass das irgendwie kommen wird, dass natürlich so ein unlimitierte Flatrate auch Leute anziehen wird, die das halt, ja, berechtigterweise, muss man sagen, wortwörtlich nehmen und da halt einfach das Ding halt nutzen, zum Beispiel auch als normaler Festnetzersatz. Letztendlich, dieser Router hier, den kann ich mir irgendwo hinstellen und kann darüber surfen, streamen etc., kann das sozusagen als Festnetzersatz quasi nutzen, ist aber nicht im Sinne von Freenet. Freenet wird wahrscheinlich schon irgendwie eine gewisse Gebühr pro übertragenes Gigabyte an O2 zahlen müssen. Und keine Ahnung, wie hoch das ist, sind es vielleicht 20 Cent pro Gigabyte. Das heißt, da kann man sich dann schon ausrechnen, dass es dann irgendwann ja Schluss ist. Es gibt ja diesen 1 Gigabyte Tarif für 69 Cent am Tag und der wird wahrscheinlich schon kostendeckend sein. Und wenn man da wirklich mit dem Unlimitierten extrem über die Stränge schlägt, dann wird es sich auch für Freenet nicht lohnen und da werfen sie die Leute dann schon teilweise raus. Muss man, denke ich, auch so aber ein bisschen beobachten, wie das dann am Ende genau sein wird. Weil es gibt ja immer zwei Seiten. Die einen haben jetzt gesagt, okay, die hatten 1,5 Terabyte übertragen. Der eine andere hat 500 Gigabyte, der gekündigt worden ist. Ja, da ist auch die Frage, in welchem Zeitraum war das jetzt, in einer Woche, war das in zwei Tagen oder war das im ganzen Monat? Und da macht sich Freenet natürlich auch zunutze, dass die Kündigungsfrist nur ein Tag ist. Ich kann ja jetzt jeden Tag kann ich das Ganze auch kündigen. Ich habe hier auch einen Button da unten, da kann ich unzufrieden kündigen. Das heißt, ich kann da wirklich den Vertrag dann Anführungszeichen auch schnell wieder beenden. Und genauso kann das aber auch Freenet machen. Sie haben mittlerweile eine Klausel aufgenommen in den AGB, die eine mobile Nutzung ja vorschreiben. Das heißt, mobil im Handy, nicht mehr im Router. Also das heißt, nicht mehr in der stationären Fritzbox. Wie es jetzt mit solchen Routern aussieht, solchen mobilen Routern, keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich glaube aber nicht, dass es am Router hängt, sondern wirklich an dem Datenvolumen, dass dann jetzt hier zu viel verbraucht wird. Dann werfen sie die Leute derzeit raus. Das ist halt derzeit so. Muss man mal schauen, wie sich das dann weiter so entwickelt. Ich denke, einfach macht sich das Freenet da auch nicht, weil es ist ja ein riesen PR-Desaster. Die werben damit unlimitierten Internet und werfen dann die raus, die es dann wirklich unlimitiert nutzen. In jedem Fall ist das der Grund, warum ich auch sage, ja,
keine Rufnummer mit Name zu Freenet Funk. Das Ganze nicht als Haupttarif derzeit buchen, finde ich, weil wenn man da rausgeworfen wird und dann hat man seine Hauptnummer dann da drauf, ist telefonisch erstmal nicht erreichbar. Man muss dann die Telefonnummer wieder woanders hin transferieren. Das dauert aber und während der Zeit ist man nicht erreichbar. Ansonsten ja, bestellt es euch einfach. Das wäre meine Empfehlung. Wer da neugierig ist, einfach mal das Ding hier bestellen. Wie gesagt, ist trotzdem noch alles ein sehr gutes Angebot und es kostet ja auch erstmal nicht viel Geld. Die SIM-Karte ist kostenlos und ich kann das ja jederzeit pausieren, da die Kosten wirklich minimal halten. Und wer jetzt da wirklich Sorgen hat, dass er da zu viel vielleicht verbraucht und dann rausgeworfen wird, ja, der 1 GB Tarif, wenn man den hat, das ist ja auch schon mal eine ordentliche Hausnummer, die ich da täglich nutzen kann, der wird, denke ich, schon kostendeckend auch für Freenet sein, da wird man dann auch nicht rausgeworfen und das ist auch ein ziemlich gutes Angebot, weil man hat ja dann so effektiv 30 GB im Monat für um die, was sind das dann, 22, 23 Euro, jedenfalls sehr günstig. Ansonsten, ja, wer es, wie gesagt, professionell nutzt und da wirklich drauf angewiesen ist, der kann sich natürlich auf solche Späße nicht einlassen, dass mal was nicht geht oder dass man da eventuell rausgeworfen wird. Für die Leute würde ich dann weiterhin empfehlen, da eine entsprechend teurere Flatrate zu kaufen. Ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Ich schaue mal, wie sich das weiterentwickelt. Finde das auf jeden Fall sehr spannend und meine Hoffnung ist ja, dass da irgendwie auch andere Anbieter mal irgendwann nachziehen werden. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EKW-Blog.